So, da sind wir wieder Sparke ja. Engineers. Ja, genau. Engineers. 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 Und ich habe keine Motoren mehr. Wo sind die denn jetzt alle wieder hin? Motoren? Die haben wir, glaube ich, keine mehr. Das ist schade, ich brauche genau zwei. Ist schlecht. Ich baue dir doch mal so eine Handvoll. Ja, zwei reichen ja. Dann? Produktion. Ich lasse dir mal die Construction Components drin, ne? Hier, deine Thruster Components brauchen noch Platin. Oh. Shit. Shit! Dann muss ich wohl nochmal los, wa? Muss nochmal Platin. Jo. Aber erstmal, dass ich den ausladen fertig hier. Das dauert ja so ein Tucken. Jo. Jo. Ärgerlich jetzt, ne? Ah, nicht dagegen. Das. Wow. Ach, du bist das. Ja. Ich bin kein NPC. Ich dachte gerade so, hä? Was ist denn denn du? Was machst du denn mit dem Schiff? Warum brauche ich denn hier jetzt einen Construction Component? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, bei dem anderen brauchte ich einen Motor, um es fertigzustellen, und bei dem zweiten auf einmal einen Construction Component, um es fertigzustellen. Also bis zu dem Strich. Ja, gut. Also so ein. Das ist. So ein Humbug, wirklich. Das ist, weil da kein Quick drin ist. Ja, genau. Das wird sein. So. Technik. Brauchst du immer Construction Components? Ja, aber. Ach, andere Reihenfolge meinst du? Ja, das ja, ist ja. Richtig. Ja, ja. Ja, ja. Aha, aha. So, da wollte ich hin. Ich wollte das Cockpit fertig machen. Oh, das kann ich jetzt sogar fertig machen. Das ist ja wirklich ganz schön. Da freue ich mich aber sehr. Das Entladen dauert schon so ein bisschen, ne? Ja, naja. Oh, das ist. Das ist halt so. Du kannst nicht nämlich in das Cockpit. Ach doch, jetzt geht's. Vielleicht auch so. Das kann ich auch so ausschmeißen. Ne, das geht wirklich nur nach und nach. Ja, so plüppigerweise. Ja. Müsste man halt mehr Connector dran bauen, die halt gleichzeitig rauspumpen. Ja, gut. Aber das ist ja jetzt wirklich nur noch. Warum fliegt denn da ein Steelplate in der Gegend rum eigentlich? Warum nicht? Ja, das sind unsere Steelplates. Hier fliegen überall Sachen. Ja, okay. Sag mal, kann es sein, dass der große Bohrer sich bewegt? Der bewegt sich doch. Ja, stimmt. Ja, ich kann dir auch sagen, warum der sich bewegt. Weil der weggedrückt wird von den Thrustern, die auf der Seite schon aktiv sind und auf der anderen Seite aber nicht. Nee, das kann ja nicht sein. Das ist ja eigentlich Quatsch. Nee, der bewegt sich auch nicht. Oh doch. Na klar bewegt er sich. Ganz kleines Stück. Ja, das ist aber nicht so gut jetzt, ne? Ja, wieso? Naja, irgendwann ist er weg. Ja, in dem Tempo. Ja, denn bist du jetzt schon ja. Ja gut, dann sollten. Ja, das ist halt das Problem, wenn man das nicht auf so einen Boden baut, ne? Ja, nee, das hatte ich aber noch nie, dass der sich von alleine losgerissen hat. Ja, da ist irgendwas gegengeflogen. Ach so, ja, wahrscheinlich das Welderschiff. Ja. Ja. Oh. Ja, Mensch.
Vor allem, der, wie weit der einfach schon weg ist, ne? Und ich dachte gerade so, was ist das denn? Ja, aber das dauert, weiß ich nicht, ein paar Tage, bis der so weit weg ist, dass wir dann nicht mehr angucken. Ja, aber ich gehe jetzt mal gucken, ob ich da auf diesem Planetoiden hier Ja. irgendwie Platin direkt mal finde. Dass du deine Thruster Components da fertig kriegst. Ja, ich warte immer noch auf den Bohrer. Ey, kann ja ewig und 3 Tage dauern. Ja, das stimmt. Und so wenig Platin, wie du brauchst dafür, kannst du auch mal eben per Hand holen. Ja, das stimmt wohl. Hier ist doch Platin. Wo? Direkt an dem Planet direkt nebenan. Oh. Ja gut. Dann Schade. nehmen wir doch das erstmal so lange. Ja, genau. Können Sie ja dann immer zurückgeben, kann man es ja immer, ne? Eben. Ja. Ach hier, direkt in dem Loch drin. Ja. Ja, guck. Ich hatte doch da irgendwie sowas noch im Kopf und dachte, gehst mal gucken. Können wir ja auch direkt. Ah ne, das Kobalt-Ore. Das ist doch gar kein Platin, das ist Kobalt. Nee, das ist Platin. Ach hier, das ist diese graue Brühe, ne? Ach nee, das ist Kobalt tatsächlich. Ja. Aber hier ist Platin Da, das, irgendwo. das Silberne ist doch Platin. Ja, richtig. Hier, das hier. Das müsste Platin sein. Ja. Ey, bleib jetzt hier. Kannst ja mal den Scheiß einfangen, wenn ich hab. Säbel. Danke. Ich will auch rattern und so. Rennen Jane, fast so Tag eine hol ich den große Hilfe Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Es gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. wie. Radadazong, Radadazong, welches der Balkon, Dong? Oh Mann. Kennst du das nicht? Nee. Das ist Torfrock. Ah, Torfrock. Klassisch. Ja, tatsächlich. Was ist das hier eigentlich für ein Riesen? Hier liegen 7 Tonnen Ja. Kobalterz. Ja. Nimm doch mal mit. Joa. Rein. So ein Tut ja. Traktorstrahl bräuchte man eigentlich mal, ne? Ja, das wäre geil. Ich pack schon mal Warum diese heißt der paar. Traktorstrahl eigentlich Traktorstrahl? Weil Traktoren Sachen ziehen? Ja, ist das so? Ja, ich weiß es nicht. Es ist jetzt eigentlich recht naheliegend gewesen. Ja, das habe ich. Auf die Idee bin ich natürlich auch schon gekommen, aber. Ja, das sagst du jetzt. Ja, aber. Das klingt also viel zu banal eigentlich schon. Also so. Du hast anal Oh. gesagt. Läuft. Ja, weiß ich nicht. Also, falls jemand hier so ein. Wissenschaftsprofessor zukommen sollte. Der sagt, hier, Ein wie sieht's aus? Wissenschaftsprofessor. Zeig mir Ja, einen richtig. Professor, der kein Wissenschaftsprofessor ist. Professor der Kunst. Und Kunst ist keine. Ich glaube, das sehen die aber anders. Das heißt ja Kunstwissenschaften, ne? Fuck. Ah. Ah, siehst du, jetzt kriegst du wieder deine Thruster Components. Aber hier sind auch wieder 100, 500 noch was drin. Eigentlich kannst du schon mal weitermachen. Ich habe ja auch schon welches reingemacht. Mit deinem Welden. Ja, ach so, meinst du das? Ja, das stimmt. Guck mal, hier, du hast gekleckert. Hier liegt überall Platinerz rum. Auf unserer. Hast gekleckert. Ja. Du kleines Schweinchen. Guck Ja, mal, da, nun. da fliegt. Da, ach. Hier ist noch. Und da ist noch. Guck mal hier, da ist so Ja, ich Fuchs. meine, als wäre Platin jetzt irgendwie besonders wertvoll oder so. Ja. Die Ringe, die man in Kaugummiautomaten findet, die sind ja auch aus Platin, weil das Das ist so. bekannt, ja. Ja. Das häufigst vorkommende Metall noch vor Erde.
Richtig. Ne? Wie ja auch das Eisen bei Minecraft mit dem Stein. Und Richtig. so, ja. So haben wir das Thema auch abgedeckt. So. Meine Güte, wir sind heute ja richtig on fire. Ja. Oha. Da brennt die Luft. Ich glaube, ich ziehe das hier noch ein bisschen rüber. Oh, weil ich es gerade hier höre, kennst du Dendemann noch? Nee. Ah, oh, großartig. Also sagt mir was, ja, Das aber. ist so ein Hamburger Rapper. Der war doch richtig gut. Okay, ja, nee, ich höre ja so ein Rap nicht, ne? Ja, ich ja auch nicht, nur halt diese Hamburger Geschichten. Das mache ich ganz gerne haben. So diesen Rap-Zeug. Das Gerappe. So manchen Rap, den mag ich wohl, aber mir sagt denn der Mann auch was, aber. Ja, da geht's so in die 5-Sterne-Richtung, ne? Ich glaube, der war sogar damit bei. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, welchen bahnbrechenden Song Fuck, was fällt mir jetzt schon wieder? er gesungen hat. Endlich nicht schlimmer zum Beispiel. Wow! Was denn? Bin tot. Wieso? Ja, das frage ich mich auch. Ach, ich bin vor den Wäldern geflogen. Das war nicht so klug. Okay, gebe ich zu. Ja, gut, ja. Ja, nee. Nee, Das macht ist man nicht wohl so gut, nicht. ja, nee. Das macht man Cluster nicht. Components fehlen. Hat mein Papa Mensch. auch immer gesagt, ne? Flo, flieg nicht in Wälder rein. Das ist nicht gut für dich. Nicht ins Schweißgerät fliegen. Ja. Vorsicht heiß. Aber manche Leute lernen es ja auch erst, wenn sie einmal auf die Ja, Herdplatte draufgegriffen haben, so ne? einer bin ich. Muss es ja auch geben. Natürlich, die gehören dazu. Wieso machst du denn? Was denn? Ich hatte in Assembler 1 hatte ich die Thruster Components und in Assembler 2 hatte ich die Construction Components. Du Ja. hast aber wohl in Assembler 1 nochmal die Construction Components dazu getan. Oh mein Gott. Ja, dann dauert das doch schon wieder. Oh mein Gott. Mi, mi, mi. Du süßes, kleines, armes Häschen. Ich sag es ja nur, ist ja von der Effizienz her auch nix, meine ich. Ja, nee. Oh. Ich habe gedacht, wir werden jetzt heute bei der Aufnahme mit unserem Bohrer fertig. Und was Ja, hatte ist? ich auch gedacht, ist Nix nix. ist. Nee. Wir Scheiße brauchen fahren. halt extrem viele Thruster Components. So ein großer Thruster braucht einfach mal 960 Thruster Components. Ach, Und ehrlich? ja, und das ist halt, und wir haben drei davon. Und ja, also ich habe jetzt eben in der Zeit, also vielleicht 1000 gebaut. Na, nicht mal 800. Also, ne? Du weißt Bescheid, was machst du denn da? Erweitern. Ah. Die Ecke, die gefiel mir nicht. Nee. Da war so eine Ecke, weißt du, in der Plattform. Das fand ich nicht so schön. Ja, nee, das Und ist dann habe klar. ich gedacht, dann machst du mal neu. Aber Dann ich mach habe das so mal. keine Stahlplatten mehr. Nee. Da haben wir ja zum Glück noch so ein paar von. Eins, zwei. Ja. Oder auch 16, ungefähr 16.000, sagt das Spiel. Der gute Eduard Kiel. Was sagst du denn hier, der Guy, der freut dich, der spielt das ja auch und alles. Call of Duty. Ja. Advanced Warfare. Ja. Findest du das auch so geil wie ich? Ich glaube, du findest es extrem kacke und es juckt dich überhaupt nicht. Ja. Das ist bei mir ähnlich. Allerdings würde ich es für lau, also wenn ich es irgendwo gewinne zum Beispiel, würde ich es wohl mal anzocken, Ja, glaube da würde ich die Singleplayer-Kampagne zocken und dann wieder ausmachen. ich. Ich würde auch mal in den Multiplayer reingucken, mich ärgern, wie kacke die alle sind.
Und dann wieder gehen. Hast du denn, wir haben ja von Kai die Evolve Alpha Keys bekommen. Hast du das denn gespielt eigentlich? Leider nicht, weil ich erst am Sonntag wiedergekommen bin und da war es schon zu Ende. Also, ja. Ich fand das massiv ätzend. Wieso? Ne, du bist halt einer von vier Dudes. Ja. Und oder ein Monster. Ja. So, und entweder du jagst das Vieh oder das Vieh jagt dich. Also, so. Ne, so, ganz einfach, also, ne, oder das Vieh jagt oder du jagst halt die Jäger, quasi. Ja. Und, ja, keine Ahnung, es ist halt effektiv, ach, was mache ich denn? Hier, irgendwo an die Konsole muss ich da fahren. Es ist halt effektiv immer das Gleiche. Also, es ist im Grunde wie LOL, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt so ein Fast-Pace-Competitive-Ding, wo eine Runde wie die andere ist und ja, keine Ahnung, ich habe wirklich mehrere Runden gespielt und irgendwann dachte ich so, ja, nee, jetzt ist auch, also... Jetzt ist gut. Ja. Der Dauerfun ist einfach überhaupt gar nicht gegeben. Ja. So wie bei, weil du halt so, weißt du, die erzählen dir immer irgendwie, du sollst irgendwas taktisch vorgehen und so ein Quatsch, ne? Aber, ja, meine Güte, wie großartig taktisch kannst du da schon, also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Die Map ja, ist, ja. Also die Map und das Kampfsystem und so ist viel zu klein, um taktisch vorzugehen. Als ob dir hier, das ist, als ob dir jemand erzählt, bei Call of Duty kannst du taktisch vorgehen. Kannst du nicht. Genau wie bei CSGO kannst du auch nicht taktisch vorgehen. Da rennst du nach vorne und holst halt rum. Mal gucken, wie viele Leute jetzt reinschreiben. Ja, das können sie gerne machen. Ich erkläre denen das auch gerne genauer. Aber das ist einfach so. Das ist einfach, zum Beispiel Battlefield... Oder so, das ist einfach, alleine durch die Größe der Maps und die Möglichkeiten innerhalb des Spiels hast du viel mehr Möglichkeiten, wirklich taktisch zu spielen. Weißt du, was du meinst? So, und ist, ich sehe das ja genauso. Das ist halt einfach nur so ein, also, ich dachte mir so, ja, meine Güte, also jetzt habe ich es auch mal gesehen, ne? Es ist halt ein besserer, ein grafisch, ne, CryEngine, ein besseres Free-to-Play. Okay. Und, als solches wäre es bestimmt auch gut hier, jetzt, wenn ich sowas gucke wie zum Beispiel Warframe. Was ja auch so ein competitive, fast-paced Ding ist. Wo du in jeder Runde im Grunde das gleiche machst. Und so ist ja als Free-to-Play wirklich, wirklich erfolgreich, ne? Richtig. Oder Hawken oder sowas mit diesen Mechas. Ja. Und sowas. Aber als Vollpreistitel für 49 Euro... würde ich mir wirklich ins Knie beißen, wenn ich das Geld dafür ausgegeben hätte, ohne vorher die Alpha oder die Beta gespielt zu haben. Aber es ist ja auch nur meine Meinung. Es soll ja Leute geben, die Spaß an Minesweeper haben. Ja, fand ich früher mal toll. Ja, nö. Du nicht. Nö, ich war mehr so der Pinball-Typ. Ja, der war auch cool. Den gab's aber bei Windows 3.11 noch nicht. Das stimmt. Aber ich halt... Da war Minesweeper der Shit. Das war echt der Shit. Ja, und wenn du gut in Minesweeper warst, warst du der übelste Ficker im Hut. Alter, das war echt übel. Es gibt ja so Leute, da musst du. Könnt ihr euch mal bei YouTube angucken, wenn ihr Bock habt. Es gibt so Leute, die wirklich hardcore Minesweeper sind, die das irgendwie so übelst darauf abgehen und die halt wirklich irgendwie so die schwierigsten Felder in ein paar Sekunden lösen. Ich weiß nicht, wie die das machen, was die da machen, aber die klicken da drauf und dann. Zack und zack und zack und zack und fertig. Und du denkst so, hä? Der wird nach? Ich stelle mir jetzt folgende Frage. Ja. Wenn wir uns jetzt ausloggen gleich, weil die Folge ist in 50 Sekunden das vorbei. Nein, das Ding fliegt nicht weiter. Ach nee, du savest ja die Welt, ne? Ja. Stimmt, der Server läuft ja nicht weiter. Das wäre nämlich wirklich denkbar schlecht. Richtig. Ja, naja. Aber ich habe ihn ja gerade gerammt, der bewegt sich auch nicht mehr. Ich hab ihn gerade gerammt, er bewegt sich nicht mehr. Ja, okay, er bewegt sich nicht mehr. Das Ding steht wieder. 1A im Raum. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es ist schon ein ganzes Stück weggedriftet, muss man ja sagen. Ja, wirklich, ne? Ja. Wie es halt so ist bei Gravity, ne? Fehlt nur Sandra Bullock eigentlich. Ist richtig, die driftet auch weg. Ja. Spoiler! Ja, na gut, also...
Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, nächste Woche, gleiche Moment. Zeit und so. Bewertet gleiche doch das Zeit, Video, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten habt noch einen charmanten, charmante Restwoche. Genau. Bis später, Peter. Tschüss.